Hallo zusammen. Heute möchte ich mit euch ein kleines Feuerchen machen. Und zwar hat es die letzten Tage ordentlich geregnet. Im Hintergrund sieht man, dass alles komplett nass ist. Auch auf dem Weg hierher habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, wo man sieht, dass es richtig schön durchnässt ist, die Gegend. Um euch das Ganze zu zeigen, müssen wir natürlich etwas Material bearbeiten und dafür habe ich zum einen das Messer dabei, um so ein bisschen das Holz zu spalten und auch an verschiedene Sachen, ja, dran zu kommen. Dazu später mehr. Dann habe ich noch die Säge dabei und das kleine Böker-Set für Feuer machen, einen Feuerstarter. Und damit werden wir das Ganze aufbauen. Aufbauen werden wir das Ganze hier an einem Ort, der ja auf dem Boden ist und nicht irgendwo erhöht. Eine kleine Erhöhung dafür werden wir uns selber bauen. Und wie man hier sieht, liegt einiges am Material rum und davon werden wir ein wenig jetzt einsammeln, bearbeiten, vorbereiten und dann irgendwo hier in der Nähe ein kleines Plateau für das Feuer aufstellen. Und dann zeige ich euch, wie man bei dieser nassen Witterung und Feuchtigkeit an trockenes, brennbares Material rankommt. Nutzen tun wir jetzt das Holz, was hier so in der Luft hängt, wie das Stückchen. Das, was hier unten auf dem Boden liegt, könnte man auch nehmen. Aber ich habe die Hoffnung, dass das hier schon so ein bisschen abgetrocknet ist. Daher werden wir jetzt die Säge nehmen, das in kleine Stückchen machen, so circa 20 cm lang, um das Ganze dann als Aufbau später nutzen zu können. Hier möchte ich nun das Feuer machen und dafür habe ich einmal ein paar Stöcke vorbereitet in den ungefähr 20 cm Längen. Und an diesen Stückchen möchte ich euch zeigen, warum wir zum Beispiel das Holz jetzt spalten könnten, um an trockenes Holz zu kommen, was wir dann zum Anmachen des Feuers besser verwenden können als nasses natürlich. An dem abgebrochenen Stück sehen wir, dass das durchtränkt und durchnässt ist, weil da natürlich die Feuchtigkeit gut drangekommen ist. Wenn wir das Ganze jetzt durchschneiden, so wie hier auf der anderen Seite, dann sehen wir auch, dass das Ganze nur außenrum nass ist und innen drinne immer noch trocken. Und an dieses trockene Holz kommen wir, indem wir das Ganze spalten und dann innen drinne das Trockene rausholen. Das können wir dann wunderbar nutzen, um ein Feuer zu machen und das Ganze am Leben zu halten. Aber erstmal zum Aufbau. Das Spalten machen wir später. Und natürlich werden wir auch nicht einen Anzünder, ein Esbit oder irgendwas Ähnliches nutzen. Ich will suchen, was ich hier so finde. Und da denke ich mal, finden wir auch irgendwas, um das Ganze anzumachen. Weil ich jetzt wirklich nur die Säge, das Messer und den Feuerstahl dabei habe, um das Ganze in Gang zu bringen. Was anderes habe ich wirklich nicht dabei. Um den Boden jetzt ein bisschen vorzubereiten, nutzen wir ein paar Stöckchen, unsere Hände, je nachdem. Und machen so ein bisschen die feuchte Schicht einmal an die Seite. Dabei können wir auch ein wenig in den Boden graben. Das Ganze, dadurch die Stöckchen 20x20 sind, werden wir das etwas größer wie diese Stöckchen machen, um dann den Aufbau ja, am Boden realisieren zu können, ohne dass die Feuchtigkeit dabei ist. Zu dem Aufbau selber. Ich habe jetzt hier zwei größere, dickere Stöckchen. Die lege ich als erstes hin, um eine Erhöhung zu machen und baue dann mit den dünneren ein Plateau quasi, wo ich dann am Ende das Feuer drauf mache.
So haben wir die Möglichkeit, dass das Ganze von unten belüftet wird, weil von unten die Luft gut durchziehen kann, um den Kamineffekt zu nutzen. Und wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, das Ganze auch noch ein bisschen von der Bodenfeuchtigkeit wegzubekommen. Je nachdem, wie ihr das Ganze machen wollt, könnt ihr das Ganze auch so machen, dass man nicht direkt auf diese zwei Stöckchen, sondern etwas höher das Ganze noch macht, um einen größeren Kamineffekt vielleicht nutzen zu können. Das Plateau habe ich jetzt fertig, das werde ich euch jetzt mal in einer Nahaufnahme zeigen und danach spalten wir das Holz, suchen uns etwas Zundermaterial und werden das Ganze anmachen. Auf der Suche nach trockenem Zundermaterial habe ich hier auch was gefunden, was am Baum hängt. Und so Sachen können wir natürlich auch nehmen. Im Allgemeinen sagt man, wenn man es bricht und es knackt gut, dann ist es auch trocken. Und so Sachen können wir natürlich auch sammeln und dann beim Feuer verwenden. Wenn ich unterwegs bin und komme an einer Stelle vorbei, wo ich Zundermaterial sammeln kann, dann tue ich dies schon unterwegs, stopfe das Ganze in einen Beutel, in meine Hosentasche oder wo auch immer hin, sodass es dort schon mal etwas trocknen kann. Vielleicht durch die Körperwärme zum Beispiel, durch den Stoff, wo wir das Ganze mit transportieren. Und somit haben wir dann trockenes Zundermaterial, was wir dann später verwenden können. Solange wir in der Beintasche jetzt das Zundermaterial noch etwas trocknet, werden wir das Holz spalten. Ich möchte nur ein kleines Feuer zur Demonstration machen und das hier oben drauflegen. Und dafür reicht es, wenn wir etwas Holz einfach nur spalten. Das Stückchen lasse ich übrigens mal und werde es nachher in Großaufnahme mal zeigen, weil man hier wunderbar sieht, wo das Ganze nass ist und trocken ist, weil das Holz einen Riss hat und durch den Riss die Feuchtigkeit auch nach innen gewandert ist. Daher lege ich das an die Seite und wir nutzen dann ein anderes Stückchen dafür. Für das Spalten habe ich mir so ein kleines Hölzchen gelassen. Und hier sieht man jetzt wunderbar innen drinne, wo der trockene und nasse Bereich ist. Und an diesen Kern wollen wir dran und dort schäle ich jetzt das trockene Material ab, sodass wir feine Fasern haben, wo dann am Ende unsere Flamme, die wir hoffentlich mit dem Zundermaterial und dem Feuerstarter erzeugen können, eine gute Angriffsmöglichkeit haben, um ein Feuer in Gang zu bekommen. Die Vorbereitung ist hierbei das A und O. Und zwar brauchen wir jetzt nicht nur das Zundermaterial und etwas Holz, wo das Feuer oder die kleine Flamme, die wir hoffentlich erzeugen können, eine Angriffsfläche hat, um weiter wachsen zu können. Und auch den Kamineffekt, damit genug Sauerstoff drankommt. Wir brauchen auch noch weiteres Material, dass wir möglichst schnell weiteres trockenes Holz nachlegen können. Dadurch ich jetzt nur ein kleines Feuerchen machen möchte zur Demonstration, wie man bei Nässe ein Feuer machen kann, werde ich jetzt nicht großartig Holz sammeln und ein großes Lagerfeuer hier aufbauen. Wir müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir weder mit der Kette, die hier dran ist, ein Paracord ist manchmal auch dran, das Ganze nicht hier irgendwie verhaken und umreißen, wenn wir jetzt abziehen. Zur Not machen wir das Ganze einmal ab, dass wir das Ganze einzeln haben oder neben dem Messerrücken, um unseren Funken zu erzeugen. Auch beim Ziehen und so weiter müssen wir jetzt aufpassen, dass dort nichts passiert. Alternativ könnte man das Ganze auch nebendran machen und dann drauflegen und dort dann das Feuer nach und nach größer werden lassen.
Wichtig ist jetzt, dass wir langsam nach und nach größer werden und nicht zu viel drauf machen und unsere Flamme dadurch nicht ersticken. Ich denke mal, das Prinzip sollte jeder verstanden haben. Wir sollen für ausreichend Trockenheit von unten sorgen, zum Beispiel durch Freimachen des Bodens von nassen Gegenständen oder einem Plateau. Ausreichend Belüftung, was auch mit dem Plateau erledigt ist. Ein gutes Glut- bzw. Zundernest, wo das Ganze entfachen kann. Eine gute Vorbereitung, gerade bei Feuchtigkeit, ist das umso wichtiger, dass wir kleine, sehr kleine, feine Schritte machen, um immer größer zu werden und möglichst viel Material haben und nicht zwischendurch dann Gefahr laufen, dass wir kein Material mehr haben. Und das Fünfte, was immer am wichtigsten ist, ist natürlich der Schutz. Macht das Feuer nur so groß, wie es unbedingt sein muss. Vermeidet es am besten, überhaupt ein Feuer zu machen, oder nutzt so Sachen wie zum Beispiel die Buschbox oder andere Kocher, um das Feuer dort besser kontrollieren zu können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal einen Kommentar da, wie ihr das Ganze aufbaut. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schaut bei Facebook, Twitter, Instagram, auf meiner Fanpage bei Facebook und auf meiner Homepage vorbei. Ich verabschiede mich und sage macht's gut. Bis zum nächsten Video.